Also Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, in einem Team oder in einer Gruppe, die trennt was. Das kann entweder sein, dass es darum geht, dass die einen Konflikt haben oder dass die ein wahres Knäuel an Problemen miteinander haben. Das sieht dann manchmal so aus und das kennt vielleicht mancher von Ihnen aus eigener Erfahrung. Diese Menschen kommen zu mir und als Konfliktmanager bilde ich eine Brücke zwischen diesen beiden Menschen. Und so heißt auch mein Unternehmen, demzufolge Konflikt erschaffen wurde, denn manchmal ist es Konflikt verflixt mit den Konflikten. Und ich bringe diese Menschen ins Gespräch und das Ziel meiner Arbeit ist es, eine Klärung in dieser Beziehung herbeizuführen, sodass ich dann letztendlich wieder zwei Menschen habe, die eine geklärte Beziehung haben, die einen roten Faden im Umgang miteinander haben. Es hat sich dann von da nach da entwickelt und es führt natürlich zu mehr Lebensqualität, die steigt, und mehr Zufriedenheit, letztendlich auch zu mehr Leistungsfähigkeit. Dafür braucht man einen Begleiter. Das kann gerne Konfliktaschaffenburg in meiner Person sein. Klaus Erhardt, Konfliktmanager.